Die europäische Visumhilfe für die russische Bevölkerung ist dort nicht glücklich. Der Sprecher des russischen Außenministeriums droht jetzt sogar indirekt mit Supergaus im Kernkraftwerk Saporischschja. Ein Sechstelsprecher des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, ist indirekt mit einem starken Atom-GAU bedroht. Das größte Kernkraftwerk in Europa, Saporischschja, ist derzeit eines der größten Anliegen im Ukraine-Krieg. Kernkraftwerke wurden seit Wochen mit 6 ihrer Reaktoren aus den russischen und ukrainischen Teams erschossen. Aus der russischen Seite wurde die Angst vor dem Super Big Atom dann vom Sprecher des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa ausgelöst, wie von Bild berichtet. Im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Russland aus der EU drohte er mit der Exposition gegenüber Russland: "Ich stellte fest, dass die EU jetzt mit einer wichtigeren Entscheidung beschäftigt ist, nämlich ob sie ein russisches Visum ausstellen sollte oder nicht. Die Strahlung hat jedoch keinen Reisepass. Es ist nicht erforderlich, einen Reisepass zu überqueren, um die Grenze zu überqueren. Wenn in Saporischschja etwas passiert, geht es nicht um Visa, Pässe oder Grenzen. Aber das ist noch nicht alles, es hat die EU zu wenig beschuldigt. Aus unbekannten Gründen ist die Europäische Union mit diesem Problem nicht allzu besorgt. Das europäische liberale Regime hat viele Entscheidungen getroffen, die sich selbst beschädigen und Selbstmord begangen haben. Vielleicht ist dies eine weitere Münze am Sparschwein. Shoigu bestritt die russische Schießerei aufgrund der Atomkraft. In der Zwischenzeit bestritt der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu, dass die schweren Waffen der russischen Station im Kernkraftwerk Saporischschja in der südlichen Ukraine besetzt waren. "Ich erklärte verantwortungsbewusst, dass wir am Standort von Kernkraftwerken oder in benachbarten Gebieten keine schweren Waffen hatten", sagte er am Freitag in Moskau. Shoigu beschuldigte die Ukraine, seit Mitte Juli regelmäßig die Infrastruktur von Kernkraftwerken mit westlichen Waffen angegriffen zu haben. In seiner Rede im Ministerium von Telegram sprach er seit dem 18. Juli über 29 Angriffe. Insgesamt wurden 120 Granaten abgefeuert. Informationen von den Kriegsparteien können nicht unabhängig überprüft werden. Anzeige: IAEA möchte eine dauerhafte Mission in Saporischschja. In der Zwischenzeit möchte IAEO eine dauerhafte Mission in Russland.